Ja, also Heise berichtet, dass hier ein GOES-Satellit, der angeblich hier in 36.000 Kilometer Höhe wohl ist, über der Erde beeindruckende Fotos der Erde geschossen hat. Aber das ganz Besondere an diesem Bild ist, dass es einen Vorgänger gab, ja, der GOES-Satellit 13, und der hat ein ähnliches Bild geschossen, ja, aus einem fast ähnlichen Blickwinkel von der Erde. Aber was fällt uns da auf? Ja, es ist das absolut gleiche Bild, ne? Nur schwarz-weiß. Genau, ist nur ein Absolut. bisschen verdreht, ja, und die Wolkenformation ist genau identisch. Die müssen, das geht ja nicht. Jungs, Mädels, guckt euch das an. Das geht nicht. Das können nicht die Wolken später noch genauso aussehen wie irgendwann mal früher auf der ganzen Welt. Man muss sich doch sehr wundern, warum man das einfach so hier bei Heise präsentiert, beziehungsweise von der NASA. Deswegen heißt der Kanal auch Flache Erde Live, weil wir Satire machen.